Herzlich so, willkommen, herzlich willkommen, Paddy. So, jetzt nimmt der Haarwuchs von links nach rechts wirklich ab. Du musst hier reinstecken. Ja, das müsstest du, ne? Aber ja, Test. Ich nehme dich ein bisschen an. Hier, das ist das. Das hier sind wir. Das jetzt sind wir? Jetzt sind wir da. Sprich mal direkt rein, bitte, das Mikrofon. Test, Test. Jawohl. Test. Ja, okay, perfekt. Sehr gut. Wir sind da. Wir können euch mal gerne, kannst du die Kamera nochmal umstellen? Warte. Machen wir auf die Spieler. Wir können euch mal, so seht ihr schon mal, wie das gleich aussieht. Wir haben auf jeden Fall bei uns Stormcast gegen Silvernet. So, sehr gut. Wir haben heute keine Dice-Cam, aber was wir für euch haben, ist ziemlich cool ist. Wir haben trotzdem ein Punkteboard, was wir versuchen immer auszufüllen. Gut. Ja, ich teste sofort. Wenn ihr den Link habt, könnt ihr den irgendwie teilen. Ja, schicken wir gleich mal, ich schicke bei WhatsApp dann. So, ich gucke kurz. So, da haben wir das, die Spielübersicht. Hier spielt Flo gegen Paddy. Das sieht super aus. Ja, das sieht super aus. Wollen wir denen auch noch Mikrofon anhängen? Ja, wir können das super gerne versuchen. Da müssen wir die, warte mal. Und dann können die auch die jeweiligen Spiele hören und wir können das immer hin und her muten. Du musst jetzt noch eine zweite DJI-Quelle hinzufügen mit Spielern, ne? Warte, ich mach das an. Ich nenne... Ja, ist da. Wir versuchen das hier live on stage, die Spieler auch gleich mit dazu zu holen. Also du kennst es doch gar nicht. Dann nenne ich die mal um. So, warte. So. Sehr gut. Flo hat ja schon ein bisschen Erfahrung. Wir holen uns gleich auch nochmal ein Kartendeck, dann können wir ein bisschen selber immer auch die... So, müsste da sein. Füge ich mal hinzu. Video-Eingabegerät, wenn ich die jetzt spiele. Ist das schwarz oder blau? Vielleicht das hier sein. Warte kurz. Test. Jawohl. Alles klar. So, das heißt, wir haben die Spiele auch. Das heißt, wir können die beiden Leute jetzt. Kommt mal her. Ja. So, und hier machen wir nochmal auch unsere... Unsere Razer rein. So, das heißt, wir sind auch mit am Start. Dass ihr uns auch immer sehen könnt, wenn wir irgendwas kommentieren. Perfekt. Das Würfelbrett muss so stehen bleiben. Das, nee, muss es nicht. Kannst du den weg? Weg? Den Garten. Ja, kannst du, du könntest da weg, Mann. Also wäre cool zum Würfeln, aber. Weil ich. Also. So, es klebt hier auch. Ja. Ja, aber so kann man es, glaube ich, sogar ein bisschen im Stream sehen, ne? Wenn ihr jetzt drinne würfelt, könnte man sogar eure Würfel sehen. Ja, das ist halt die Frage, ob was wichtiger ist, die Karten oder die Würfel? Also die Würfel, die Karten kann man eh nicht sehen von hier. Ja. Gut, dann machen wir die Karten hier. Wäre halt noch cool, wenn wir das natürlich hinkriegen würden. Ich kann die Karten ja zeigen. Ich kann ja ein bisschen, dadurch, dass wir es zu zweit machen, kann ich die Karten ja reinhalten. Ist ja kein Problem. Was wir halt machen können, ist so, dass wir holen uns ein Deck und legen uns immer die Karten hin, dass wir sehen können, welche haben und können darüber sprechen. Ja, das wäre der Hammer. Könntest du uns da halten? Warte mal. So, ich mache mal kurz die Spiele an, dann könnt ihr denen zuhören. Kann teilweise was wählen, manchmal ist es aber auch einfach so für alle so. Da gibt es zum Beispiel, auf dem Marker gibt es Mortal, so ein Marker zählt mehr und sowas. Ne? Das sind deine, davon ziehst Battle du Tactics, drei, genau, Stück. Drei Stück. Und soll die kannst ich den Doppeln nehmen, habe ich nur, was ich auf der Hand, keine neuen ziehen. Du kannst keine neuen ziehen. Und du kannst entweder immer die Battle Tactics dafür erfüllen, oder da ist halt auch ein Befehl drauf. Ne? Den konntest du entweder oder machen. Wo er Dings, wo er sagen will, es zählt kein Wuchtwert oder kein Range. Ist das da? Ja, also steht halt immer drauf. Ne? Was ist, zum Beispiel, es gibt auch eine, die beste ist eigentlich tatsächlich, dass du eine Einheit zur Hälfte wiederholen kannst. Das ist die coolste. Genau. Gibt es irgendwie einen Start? Also wann wir anfangen sollen? Wir können jederzeit beginnen. Dann lese ich mir auch nochmal meine Dinger durch.
super, wenn ihr uns die Faction Cards gleich gibt. Ich hab hier das So, hier muss ich noch die Spiele einfügen. Video-Eingabe. Lemmert ja gegen das, mit der. Die haben plus 3 auf dem Control. Könnt ihr eure gezogenen Karten, die ihr auf dem Deck habt, irgendwo immer hier hinlegen? Ich komme dann immer dazu, ich schnapp mir die mal, guck mir an und dann können wir nämlich alles die Karten ja, ja. raussuchen. Dann. Ja. Einmal buschen. Sehr gut. Ach so, okay. Das ist mit dem Fight Twice, der kann einmal pro Spiel, kann er das auf eine Einheit in 12 Zoll. Es kann aber auch die sein, es kann auch er selber sein. Gucken, was die ziehen. Und dann lege ich die entsprechend hier raus. Ja, das wäre perfekt, Robert. Das wäre sehr stark. Halt einer nach vorne gehen. Das kann ich mir immer aussuchen. Ja. Du wählst sie am Anfang, also jetzt erstmal ist es dann, wir würfeln gegeneinander, der Gewinner entscheidet, wer Angreifer Verteidiger ist. Der Angreifer wählt seine Regimentsfähigkeit, dann wählt der Verteidiger. Also du kannst es jetzt, wenn du weißt, was wer hat, dann kannst du im Prinzip anfangen, was du willst. Du kannst von der Regimentsfähigkeit eine machen und von, also hier das kannst du eins machen und du kannst das hier. Da muss ich immer auch vor dem Spiel, wie bei uns normal, musst du vorher aussuchen. Ja, aber erst wenn du weißt, also du kannst schon wissen, wer der Gegner ist. Also in dem Fall, du weißt schon, was ich habe, dann kannst du es dir aussuchen. Eine Kampfeigenschaft und eine. Einmal das und das ist so dann quasi ein General Straight. Und dann hat ja deine Armee noch, müssen noch so eine Ability haben. Ja. So, währenddessen probiere ich nochmal kurz was. Na klasse. Okay, ist ein bisschen überschaubar. Ach so, das Symbol hast du es auch? Die können wiederkommen, ne? Also ist ja. Bei dir nur die? Ja. Genau, ja. Die können einmal im Spiel, wenn sie getötet sind, können sie wiederkommen. Ich glaube, Schocken ist auf Cello. Schocken müsste auf 6 Zoll sein. Ja. Steht hier auch. Also bei mir, ich kann, wenn ich Geländestück nehme, nur 3, kann ich wegnehmen und 6 Zoll von dir weg. Okay. Geländeaufstellung ist auch. 1 bei dir. Nee, wir haben jeweils 1 hiervon. Du hast davon 1. Und wir haben jeweils 1 hiervon. Und du kannst es aufstellen. Ich glaube 3 Zoll entfernt. Ah ja, hier steht. Jedes Geländestück muss vollständig innerhalb des befreundeten Territories sein. Weiter als 6 Zoll von allen anderen Geländestücken entfernt und 3 Zoll von einem Schlachtfeld. Genau. Okay, ja, von mir aus können wir einfach mal starten hier. Welche Aufstellungszone habt ihr jetzt gewählt? Das kommt noch. Achso, ihr habt noch nicht den Attacker Defender gemacht? Das könnt ihr direkt machen, so Attacker Defender, weil dann entscheidet der Gewinner. Du kannst entscheiden. Dann sage ich, dass ich den ersten Turn habe. Attacker ist Turn 1, ne? Nee, also Attacker wählt erstmal als allererstes sein Enhancement und seine Traits. Also seine Traits. Schön, dann sage ich, ob ich anfange will. Genau. Dann Defender würde dann das Board wählen, also würdet ihr das jetzt lassen. Und der Defender darf dann auch, es steht ja auch, glaube ich, alles da. Ne? Wir machen, gehen das jetzt einfach alles durch. Aufstellungszone genau. Ist so. Das können wir uns entscheiden. Achso. Also das sage ich, glaube ich, an. Dann machen wir. Oh nee, du wählst es gleich. Aber erstmal sage ich meine Abilities. Ich sage an,
Nee, okay. Ich sage an, dass ich einmal, meine Regiments-Fähigkeit ist, dass ich einmal pro Schlacht mich zurückziehen kann, keine Mortals kassiere und dann noch wieder angreifen kann. Oh, jetzt Paddy. Ich nehme bei Regiments-Fähigkeit, dass ich, wenn ich 3 Zoll am Geländestück bin, mich wegporten kann und 6 Zoll woanders aufstellen kann. Kampfeigenschaft, hat man die, muss man die auch ausgeben? Nee, die Kampfeigenschaft von dem Regiment, du meinst die, oder was? Nee, das haben die beides. Haben die beides. Also die, du wählst aus die Regimentsfähigkeit am Anfang hab und ich auch. Die Verbesserung. Genau, also die beiden wählst du vorher aus. Und Verbesserung, er heilt sich um bei 5 plus und W6. Ich habe als Verbesserung, meine hat einen 5er Ward. Also. Okay. So, jetzt Verteidiger würde jetzt entsprechend die Seite wählen, aber... Genau. Das, ja. Ne? Wir sind Giran. Und jetzt, genau, jetzt der Verteidiger entspricht der Geländeregeln, also 6 Zoll von Aufstellungszone des Gegners. Nee, du darfst aber erstmal entscheiden, ob du horizontal oder vertikal spielen willst. Ich möchte so. So, ja, okay. Oh, sehr gut. Okay, dann darfst du dein Gelände aufstellen. Wie gesagt, 6 Zoll. So. Nee, ist Bier. Meinst du jetzt mit dem Reference-Sheet oder was? Ist ja eigentlich versteckt. Versteckt? Genau. Genau, also 6 Zoll das, von anderen Geländestücken entfernt und weiter als 3 Zoll von der langen Schlachtfeldkante im feindlichen Territorium entfernt. Okay. Ja. 6 Zoll von der Schlachtfeldkante? Nee, 6 Zoll von allem anderen Geländer und 3 Zoll von Schlachtfeldkante und feindlichem Territory. Also jetzt hier oder was? Ja. Auch für. Verteidiger. Das hier ist ja sichtblockend, ne? Also was dahinter steht, kannst du nicht beschießen. Und das hier ist im Endeffekt scheißegal. Ja. Okay, steht. Das steht hier. Ach richtig, 6 Zoll. Das ist halt da viel, viel schöner in Takt. Aber gut, aber hier fehlt. Johnny, irgendwas machen wir noch hier, wo wir gesagt haben, es fehlt was und deswegen ist die Reference-Seite besser geworden. Ja, war das nochmal. Machen wir es so. Komm, scheißegal. Wer muss jetzt alles aufstellen? Das haben wir alles gemacht. Der Angreifer stellt seine Armee zuerst auf, gefolgt vom Verteidiger. Du. Das heißt ich. Weiter als 6 Zoll vom feindlichen Territory. So, während die beiden die aufbauen, haben wir ein bisschen rumgespielt. Ich habe hier den lieben Jan sogar, der ist auch ein richtiger Experte und ein richtig toller Maler.
mal sehr schöne Figuren, der Kleine. Na, das weiß ich jetzt. Sehr begnadeter Kuba-Spieler in AOS, aber er ist... Darf ich den mal haben? Also stellt man immer alles auch als... wir haben ein bisschen rumgespielt. Auf One-Drop. Das heißt One-Drop, ja. Warte, ich tausche mal bitte richtig rein. So, guck mal hier. Wie viel fliegen die 14 oder? Jetzt hat Jan bemalt. Alter, alter Falter. So, hier könnt ihr sehen, Jan hat das angemalt. Das ist schon ein crazy, crazy Gerät, was er da macht. Hier mache ich mal den Autofokus raus. So, zack, Autofokus. Jetzt haben wir ein bisschen verschwommen. Nochmal kurz zurück. Fokus. Ah, holla die Waldfee. So, wir machen das hier alles on the fly. Hier fehlen mir jetzt noch die Eingabe. Hier fehlen mir noch die Spieler. So, zack. Da habt ihr sie wieder zurück. Und wir wechseln wieder das Bild. So, Ruben, geh mal nach vorne. Ich guck mir das mal an, was die Jungs hier machen. Genau, kannst du mir jemand mal die Faction Packs geben, die Regeln der Armee? Die würde ich mal kurz durchgehen. Nee, von den beiden. So. So, ihr Lieben. Ich habe einmal für euch eine Übersicht. Ich mache jetzt nämlich schon mal die... Flo und Paddy haben aber beide auch schon schön erklärt, was für Enhancements sie haben. Und, sehr gut, ich hoffe, das ist gut angekommen. Also ich kann die Spieler nicht verstehen, aber ihr. Dafür ist die Geräuschkulisse für mich zu laut. Aber ich lese euch mal ein bisschen was vor. Und zwar haben wir auf der einen Seite einmal die sturmgeschmiedeten Ewinge. Das ist quasi die Stormcast-Armee hier oben. Und die hat einmal den Fürst Vigilant dabei, das ist der neue Held auf dem Schattengriff. Dann haben die als Kampfeigenschaft eine... die haben quasi immer im Zug, einmal pro Schlacht, oh, Entschuldigung, können die in der Heldenphase eine Einheit wählen und können einen Fünfer Retter geben. Und zusätzlich einmal im Spiel eine Einheit wählen und die kann quasi chargen, nachdem sie selber gerannt ist. Das ist also die Fähigkeit der Stormcast. Und jetzt hätte ich gerne noch die Silber. Lass die mal, die sind voll trainiert. Machen wir gleich. Okay, das heißt, dann haben wir die hier. Dann mache ich mal eine Wendung auf. Als Wendung haben wir Schlingenranken, das passt ja zu dir, ne? Außenseiter gibt's nicht. Wählt eine feindliche Einheit auf dem Schlachtfeld. Gibt es keinen Außenseiter, würfeln die Spieler gegeneinander und der Gewinner wählt die feindliche Einheit auf dem Schlachtfeld. Okay? Jene Einheit ist ungeschlungen. Halbiere bis zum Ende der Schlacht von dem Bewegungswert der Einheit und wirf bei jedem Angriffswurf für jene Einheit einen Würfel weniger. Charge. Genau, einen Würfel weniger und was haben. Dann mache ich das auf den. Ich kann das ja auch aussuchen. Was kannst du? Nee, ich, weil ich den Roll-Off gewonnen habe. Alles klar. Da sage ich jetzt, dass die ganze Schlachtrunde hat der halbes Move und würfelt nur mit einem W6 in den Angriff. Okay, dann wollen wir mal. So, es beginnt die erste Schlachtrunde und beide haben jetzt Karten gezogen und mit diesen Karten quasi haben sie die Möglichkeit, entweder eine Aufgabe zu erfüllen, also eine sogenannte Battle-Taktik. Und mit dieser Battle-Taktik holen sich quasi im Spiel einen Punkt. Oder wenn sie im Meinen sind, die Battle-Taktik schaffen sie nicht, beziehungsweise der Befehl, der auf dieser Karte mitsteht, der ist besser. Und dann, ich versuche die Battle-Taktik nicht zu machen, sondern nutze mir quasi mit dem Befehl eine Sonderfähigkeit. Und dann können die quasi damit sich im Spiel einen gewissen Vorteil holen. Und das ist halt ziemlich mächtig, um das Spiel in die richtige Richtung zu lenken, aber dafür halt auf die Battle-Taktik zu verzichten. Also bei sowas ist es natürlich sehr wichtig. Einmal Karten von Flo. So, ich habe einmal die Karten vom Florian bekommen. Das kann ich euch mal gerne einzeichnen, damit ihr einmal die Übersicht habt, was er machen muss. Zu einer Seite einmal kämpfen mit einer Einheit. Hat der Flo den ersten Zug? Ja. Flirt den ersten Zug, das heißt, er muss einmal mit einer Einheit kämpfen und keine befreundete Einheit darf sterben. Er muss einmal das große Geländestück einnehmen, das befindet sich hier unten. Das muss er einnehmen quasi. Entschuldigung, das Geländestück im eigenen Territory, also das, was er hier oben selber aufgebaut hat, das muss er einnehmen.
Und die Alternative ist das Behemoth-Ziel, muss er kontrollieren. Das ist quasi das hier an der Seite. Das Ziel einnehmen. Das sind quasi drei Karten. Daniel, kannst du wieder zurücknehmen, damit ihr schon mal wisst, was dein Zug ist. Und in dem Spiel gibt es ja jetzt nicht so wie bei große Zaubersachen, sondern man hat quasi nur die Karten, die man hat. Und mit denen arbeitet man. Und das heißt, die Heldenphase und so weiter sind alle recht knapp bemessen. Was du mir natürlich noch geben kannst, Robert, sind dann immer die Battle-Tipps. Also, da bin ich auch nicht dabei, ja. Ich bin immer live am Kampf geschehen. Wir können auch überlegen, ob wir das nur eins machen. Also, dass wir nur ein Story machen, anstatt, oder willst du ein volles Bild machen, Battle Tactic und Objectives? Nee, ich kann ja jede Runde abfragen. Selbst wenn ich sie nicht jetzt aktiv mitbekomme, dann würde ich direkt immer, weil es schon interessant ist, wie viele Karten nutzen sie jetzt. Hätte ich nämlich auch gesagt, das können wir dann allen Zuschauern mitgeben, wie viel Battle Tactics... Also einnehmen bedeutet auch, das Gelände bedeutet, innerhalb von 3 Zoll werden die Modelle gezählt, ähnlich wie beim Objective, quasi mit wer mehr Modelle innerhalb von 3 Zoll um das Geländestück dann hat. So, und Flo, eigenes. Ganz interessant jetzt auch, Flo nutzt jetzt auf das mittlere Ziel, entsprechend der Karte müsste, wo ist er? Auf jeden Fall plus 1 to hit. Kann aber auch jetzt seine Fähigkeit, seine Volkfähigkeit, glaube ich, sein. Ne? Also ich weiß nicht, welche Faction er gewählt hat. Aber es könnte sein. Du kannst es auch von da aus dann vorlesen. Wir werden immer so ein bisschen moderieren und kommentieren, was gerade so passiert. Wenn es in das Kämpfen selber geht, mit dem Schießen und so weiter, dann schalte ich auf die Spieler um. Und die können dann, könnt ihr selber hören, was die beiden würfeln und machen. Ich wechsle mal gerne den Blick, so sieht es jetzt von hier aus. Ja, dann zeigst du mir an, was du geschafft hast. Oder? Genau, ich sage jetzt an, was ich geschafft habe. Und zwar, ich habe das Ziel, habe ich. Also ich muss das Ziel übernehmen, das haben wir. Dann haben wir Stellung halten. Ich habe das Geländestück. Also mein eigenes. Und ich habe Hold One, Two More. Haben wir aber einen Zettel für uns? Genau, irgendwas zum Scoren? Müsst ihr am besten. Könnt ihr das einfach nehmen? Also, wie viel scorst du jetzt? Das gibt nur einen Punkt. Das gibt jeweils einen Punkt. So, Florian. Und ich habe Hold One, Two More, also 5 More. Das heißt, die Karten sind weg. So, der Florian hat jetzt also eine 5er-Runde. Zeig mir mal deine Karten, die weg sind. Quasi 2 Aufgaben erfüllt, 2 Karten. Du hast eine Karte, hast du, oder? Und 3 Objectives, das bedeutet, man kriegt immer Punkte, wenn man ein Ziel hat. Man kriegt noch einen Punkt, wenn man 2 Ziele hat. Man würde einen dritten Punkt kriegen, wenn man mehr Ziele als der Gegner kontrolliert. Bei 5 Zielen ist das in der Regel. Kann auch schon bei 2 sein, wenn der Gegner nur 1 hat. Wie es jetzt auch beim Paddy ist, er hat jetzt nur 1. Weil er quasi nur auf diesem Ziel steht und auf dem wir nicht. Dennoch hat der Florian alle 3 besetzt und damit 3 Objectives gescored. Genau, und er hat einmal entsprechend dieses Stellung halten, beziehungsweise er schließt das taktische Vorhaben ab, wenn am Ende seines Zuges mehr befreundete als feindliche Modelle das große Geländestück in seinem eigenen Territorium beanspruchen. Die Karte ist auf jeden Fall weg jetzt. Und einmal, er hat das Behemoth-Ziel, das ist das mit dem Totenkopf, seht ihr auch relativ deutlich, die sind da, wo seine Fliegetypen drauf sind. Genau. Das hat er auch noch, jetzt hat er entsprechend nur noch eine Karte in der Rückhand, die anderen 2 sind weg. Und dann gucken wir jetzt mal, was Paddy gezogen hat. Interessant finde ich es halt auch wirklich, ich habe es eben gerade schon mal gesagt, wie mächtig eigentlich der erste Zug ist. Ne? Du gehst nach vorne, setzt dich auf die Ziele. Florian hat das, finde ich, echt gut gemacht. Er schirmt schön seinen Lord ab. Und Paddy ist jetzt wirklich erstmal gezwungen, aggressiv auf ein Ziel zu gehen, dass er überhaupt Hold More kriegt. Ne? Das ist ja auch immer das ein bisschen, was wir auch immer diskutieren, gerade bei solchen Spielen, fängt man an, fängt man nicht an, was ist besser? Ja. Auch wenn man über Doppelturn in AOS ja immer diskutiert, jetzt auch bei Spirit gibt es die Mechanik ja auch, da darf man keine Karten ziehen, also selber darf man keine Battle-Tactic Karten ziehen, wenn man Doppelturn nimmt. Das ist immer ein spannendes Thema. Mega spannend, absolut. Auch bei Spirit gibt es die Variante und das tut dem Spiel aber trotzdem gut. Ja, mega, klar. Ja. Und ich meine, wir werden es jetzt im Laufe der ganzen Spiele noch sehen, das werdet ihr dann mit Sicherheit auch unterm Strich feststellen können.
Auch wenn es mal wirklich super mächtig aussieht für einen Spieler und man hat vielleicht irgendwie eine gefühlte Inbalance, die Underdog-Mechanik und der Random-Faktor der Karten, die werden dafür sorgen, dass wir sehr, 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 sehr viele knappe Spiele sehen werden heute hier. Ich gucke nochmal nach den Karten von Paddy. Gerne. So, die Robert sammelt gerade die drei Karten ein, dann können wir... also Robert sortiert sie gerade. Man muss natürlich sagen, das Maximale, was man in der Runde in der Regel holen kann mit den Objectives, sind ja 3 Punkte durch Hold for More. Und wenn man alle 3 Karten erfüllt, würde man sich wieder 3 Punkte sichern. Also 6 Punkte ist natürlich das Maximum aus dem Spiel heraus. Dann gibt es eben noch so Sonderkarten, die gelten immer für den jeweiligen, für den Realm, also für das Spielfeld. Es gibt quasi die grüne Spielfeld und wenn man die Platte einmal umdreht, hat man noch die Lavamatte, Akshi nennt sich das. Das ist quasi eine Vulkanlandschaft. Und da gibt's, jede Runde wird noch so eine, wie so eine Wetterbedingung, eine Sonderbedingung umgedreht. Und da gibt es auch manchmal die Möglichkeit, noch Zusatzpunkte zu scoren. Das ganze Spielsystem vom Games Workshop ist ja auch erst als Skirmisher gedacht, als Einstiegsspiel, aber es entwickelt sich damit auch so ein bisschen auch Competitive Gaming, so wie es Games Workshop selber betitelt hat. Also sie möchten, dass Spielhead auch eine kompetitive Variante hat. Und der Einstieg ist einfach toll, ne? Man kauft sich einfach eine Start Collecting seiner Wahl oder Vanguard oder Spearhead Boxen, wie die jetzt genau heißen, die neuen, die jetzt rauskommen. Und dann kann man quasi damit losspielen. Und es gibt halt quasi ein Buch, das sind alle Armeen drin. Und dann kann man direkt loslegen. Also das ist schon eine tolle Variante zum Einsteigen. Wir gucken uns jetzt mal gemeinsam die Karten an, die der Paddy hat. Und der Paddy hat einmal auch die Variante, die wir eben hatten. Das Geländestück hier unten einnehmen. Dann hat er. Bist du sie? Das sieht fast genauso aus wie die, die der Flo hatte. Ich kann es leider nicht ändern. Auch einmal standhaft bleiben, also einmal mit einer Einheit kämpfen. Das könnte sein, dass der Paddy den Kampf hier aufnimmt. Würde halt auch wirklich passen, weil er will tendenziell natürlich auch auf Hold More gehen. Jetzt ist halt die Frage, geht er auf Hold More oder geht er ein bisschen auf Nummer sicher und sagt, gut, ich. Pfeife jetzt da drauf, versuche jetzt vielleicht eine dritte Battle-Tech, zwei Battle-Tactics zu nehmen und gucke mal, wie jetzt der Roll-Off läuft. Ne? Und nimm die Underdog-Mechanik mit das für die nächste Runde. Was du dazu sagst, weil es gibt nämlich jetzt noch die dritte und die ist, man muss innerhalb von 3 Zoll um jede kurze Kante sein. Also auf dieser Seite und auf dieser Seite muss er jeweils eine Einheit platzieren, um die einfach in der Kante zu haben. Und ich glaube, gerade diese Kante hier drüben, die ist natürlich nicht so einfach zu bekommen. Das ist weil die Frage. Muss entweder hinporten oder einen Chart schaffen. Ja, also porten. Also ich tippe jetzt wirklich drauf, Paddy. Ja gut, wir hören es jetzt gerade. Paddy wird definitiv so ein bisschen defensiver gehen. Geht als Underdog in die nächste Runde. Ja. Finde ich, ist auch die richtige Entscheidung an der Stelle. Ja. Wir wechseln mal kurz auf den Sound der Spieler, gucken mal, was da passiert. Ich habe aber nur eins geschafft. Mein Geländestück habe ich mehr wie du. Ja. Und hold one, hold two. Ja. Also 3. 3 Punkte. Und wir sehen ja auch schon dann den Rundenende. Paddy hat nur das Geländestück unten gemacht und damit eine durch Battle Tactic. So, und ganz spannend jetzt, ganz kurz. Roloff war jetzt schon in Turn 2. Den hat Flo mit 4-1 gewonnen. Und er nimmt auch den Turn. Jetzt zieht er nach und wir schauen gleich mal, was er für eine neue Karte jetzt im Petto hat. Ganz wichtig jetzt für euch zu wissen, es gibt jetzt auch eine sogenannte Underdog-Mechanik. Das bedeutet, derjenige Spieler, der weniger Punkte hat, für den gilt ein Zusatzeffekt. Und in dieser Wendung steht dann, was der Paddy zusätzlich bestimmen darf in dem Spiel. Die Wendungskarte wäre auch noch interessant. Kommt gleich. Die 9. So. Das ist jetzt sehr spannend. Die Wendung in dem Spiel ist jetzt Lebensquelle. Das bedeutet, der Außenseiter, das ist Paddy, der darf jetzt ein Ziel wählen auf dem Spielfeld und das gibt für die ganze Runde einen zusätzlichen Siegespunkt. Und das gibt natürlich einem Paddy einen Favorite. Ihr seht es gerade, er wählt hier unten das Ziel aus
Und dieses gibt quasi ihm einen zusätzlichen Siegespunkt. Willkommen als in der Underdog-Mechanik. Ne? Aber so wie das Spielfeld aussieht, ist natürlich für den Flo das deutlich schwieriger. Das ist mega, ne? Also kann er quasi mit dieser Underdog-Mechanik kann der Paddy sich natürlich auch dadurch im Spiel halten, auch wenn er weniger gescored hat. Oder vielleicht sogar einen Vorteil rausholen. So, jetzt gucken sich beide die Karten an. Flo hat den Turn genommen und beginnt damit. Und das sind die... Du bist ja ganz schön aktiv, wenn du das machst. Ja, ja, ich bin hier, ich mache heute Meter. Muss ich immer Robert ganz schön loben, der macht das hervorragend. So, bin gespannt, wo es gespielt wird, Armeen. Ich glaube, es gibt alle Armeen, alle 26 Spearhead-Armeen sind hier. Das kann ich mal schnell beantworten. Sorry, dass ich ein bisschen nachziehe. Es gibt quasi zwei Decks, die sind genau die gleichen. Und jeder kriegt einfach eins zur Verfügung gestellt. Gut, dass wenn man von Anfang an die in verschiedene Kartenhüllen macht, damit man nicht durcheinander kommt. Es sind genau die gleichen Karten drin. Keine Armee hat einen anderen Vorteil gegenüber einer anderen. Also es gibt genau die gleichen Decks für alle Parteien. Ah, der Crossbutt, genau. Krusebutt, genau richtig beantwortet. Sind das die aktuellen? Das sind die neu gezogenen von Florian jetzt. Ach genau, der Florian durfte ja zwei neue Karten ziehen. Das ist jetzt sehr spannend. Der hat einmal eine Karte, wo er quasi das Ziel einnehmen muss, weil er zwei einnehmen muss, die der Gegner kontrolliert. Das ist natürlich nahezu unschaffbar für ihn. Und auch das gleiche Szenario, um die beiden Schlachtfeldkanten muss er eine Einheit bringen. Das ist auch nicht ganz so einfach für Flo. Tja, und entsprechend die andere, die er noch hat. Eine kämpfen und... Ja. Aber das ist das Problem, das können wir ja auch mal gerne besprechen, wir zwei. Auf dieser Karte vorher mit kämpfen und keine Einheit verlieren, ist ein super starker Befehl. Hier kannst du nämlich einen Retreat machen und würfeln. Jede 5 plus kriegst du Modell wieder. Mhm. Und auf gut, die wird er sich aufheben, eventuell noch. Ne? Genau, und vor allem auch die, die wir auch hatten mit den zwei Zielen einnehmen, da gibt es die, das ist eine gestorbene Einheit, Infanterie der Kavallerie, wo man 5 Modelle hat. Darf man eine Ersatzeinheit wiederholen mit aus W3 Modellen. Die Karte ist auch so mächtig. Das ist also, eine sehr, sehr mächtige so Karte. Gerade so für Runde 3, 4 ist das immer noch mal so ein Ding. Das ist mega gut. Ja, es ist halt spannend, wirklich. Er hat starke Befehle auf jeden Fall. Und da jetzt ist wirklich die Frage, also ich tippe fast, dass er nicht mehr als eine Battle-Taktik jetzt erfüllen wird. Ja, würde dann mal einfach bei Hold One, Hold Two, Hold More bleiben, weil er auf allen dreien steht. Und eine Karte machen würde halt auch eine 4-Runde sein. Ist ja jetzt kein schlechtes Scoring. Absolut nicht, absolut nicht. Und vor allem hat er dann wirklich noch eine mächtige Befehle in der Rückhand. Ne? Das muss man ganz klar sehen. Super stark. Das ist halt auch dieses Interessante an Spearhead tatsächlich. Ja. Ne? Also du wirst ein bisschen durch die Karten jetzt nicht dazu gezwungen, aber also es ist einfach, es sind so viele gute Geschenke, die in diesen Karten warten, die dich ein bisschen indirekt irgendwie in die Richtung lenken, jetzt nicht einfach nur stumpf nach vorne zu gehen, weil natürlich das kleine Spielfeld unfassbar krass dazu verleitet, einfach nach vorne zu gehen. Aber durch diese Karten wird dieses Spiel einfach ein bisschen spannend und natürlich auch entsprechend länger gestaltet. Also, das hat einen Unterschied zum AOS 4.0. Ich meine, wir haben jetzt auch viel Erfahrung, wir zwei, bei AOS 4.0. Du überlegst dir deine Armee, deine Strategien. Hier bist du ja gezwungen, mit denen zu arbeiten, was du halt hast. Absolut. Du hast diese drei Karten, die du zufällig gezogen hast. Und du musst den Spiel jetzt anpassen, so wie du quasi Punkte machen kannst. Weil du kannst ja nicht die Karten ignorieren. Nein, du musst ja Punkte machen. Ja, und genau das ist das Spannende an Spearhead. Ne? Dass du mit dem Grundverständnis aus AOS 3 oder 4.0 denkst du, gut, das Spiel ist jetzt hier in 2 Minuten rum hier, aber diese Karten sorgen halt einfach dafür, dass das so spannend wird und auch jetzt gut in die Länge gezogen wird. Ne? Das ist tolle Sache. Schummelt der Flo wieder? Nee, hier schummelt keiner. Also Chat, wir gehen mal ganz kurz auf... Trifft. Ja. Wundet, Rand 1. Okay, für D3. Für 2. Oh, die schießen gar nicht mal so schlecht. Okay, und dann möchte ich chargen. Mit Le Chef. Was war Underdog nochmal? Underdog war, dass du das Ziel beschützt hast. So. Denk dran, er kann Fight Last beim Hero geben. Ah, okay, ja, dann ist es jetzt so. Du musst es ja nicht machen. Ich pass schon. Du bist moschen, ne? Ich will moschen.
Der hat einen 5er Ward, der ist okay. Willst du was machen? Oder kannst du jetzt was machen? Die Gymnastikkarte aus 4 Plus. Nein. Also kein Fight Last. Nice, dann schlage ich jetzt mal zu. Sind wir, ich fange mit dem Schattengriff und Krallen an. Warte, ja, habe ich irgendwo noch was? Warte. Okay, dann attackiere ich mal mit dem Reittier auf die Vieren. Oh, warte mal. Okay, nee. Alles klar, also auf die Vieren, Mix. Und er selber auf die Dreien. Auf die Dreien. Zweimal Render. Zwei. Woo! Fünfer. Stark, dann 4 Schaden. Und dann war's das. Dann darfst du. Gut. Ups. Dann greift er an. Er hat 5 Attacken. Starker Typ. Auf jeden. 4 plus. Aber nicht so! Das war ein geiler Roll. Ja. Der hat keinen Bock, der Scheißbaum. Und dann nochmal 2 Attacken. Na, immerhin. 2 plus. Zweimal Red. Minus 2. Fünfer. 3. 3 Schaden, dann 5er. Okay, 1 Schaden krieg ich. Ich kann nicht mehr, Alter. 5 Einsen. So, das war's dann wieder. Dann erfülle ich 2 Battle Tactics. Und zwar einmal Flankenangriff. So, wir kommen wieder zu den Aufgaben. Florian hat 2 Battle Tactics gemacht. Nee, eine. Eine, eine nur? Eine. Eine Unit kämpft und... Eine Unit kämpft, das ist... Genau, und ist nicht gestorben. Leider hat Flo... Sind wir wieder on air? Ja, genau. Ja, leider hat Flo die kurzen mit den langen Kanten verwechselt. Ja, kann passieren, ja, gut. Florian. Kann passieren. Aber ich sag mal, Florian muss... Man muss natürlich ganz klar sagen, dass er... einen guten Command dafür behalten hat, ne, mit der Karte. Ja. So ist es. Also das passt schon. 18:20, ich bin Zauberer, Flo. Ja, gerne. Kurz und lang. Ich möchte über Delle hier wieder machen. Das heißt aber, Flora hat trotzdem 4 gescored. Absolut, ja. Und hat damit jetzt 9 mit 9:3. Ganz genau. Okay, kommen wir zum Paddy's Turn. Vom Paddy? Sind das Paddys Karten? Nee. Nein. Du kannst aber einen heilen. Aber Paddy hat jetzt... Der hat noch 2 behalten. Siegpunkte erhalten haben dann... Das heißt, der wird um 1 geheilt, der Baum. Danke. Paddy, was für eine Karte hast du neu gezogen? Du hast nur 2 Karten aktuell. Nee, die... Das habe ich neu gezogen. Nee. Er hat einen Redeploy gemacht. Also Paddy hat gerade von einer Karte ein Redeploy gemacht, deshalb hat er nur 2. Okay, also Paddy gut, dann sind wir schon beim Move. Die Porten vom Geländestück. Ja. Okay. Was hält denn eigentlich? Ja.
Lässt du mich noch vorher irgendwas machen? Ja, mach ruhig. Er heilt sich auch noch mal um eins, weil er im Geländestück ist. Na klar. Beste Talkman-Spiel, ne? Ist mega. Aber du hast ihn tatsächlich auf. Ich habe eine größere Base genommen, weil ich den da gar nicht drauf gekriegt habe. Wie ging das? Wahrscheinlich geht das nicht. Der passt da regulär nicht auf die kleine Base. Das ist ein Token. Ich habe eine größere genommen, das geht auch. Ist ja eh nur ein Token. Ich nehme dir gleich einen Token weg, das ist kein 400 mehr. Sie token alle der Größe. Da fragst du, also ja. Und da krieg ich nur einen, du bist der. Wer? Token. Achso. Und 4000 Euro. Nee, 30 hatten wir, 40. Nein, 30. Aber ist okay. Aber wir haben auch was richtig Cooles. Nee, nee, wir sind nicht zu nah. Wir haben was, nee, gerade nicht. Wir haben was richtig Cooles. Wir können. Hey, du meinst, es ist voll abgefuckt, das bist du. Wir haben hier so. Geil. Geil. Das ist cool. Das ist geil. Boah, ich glaube, eine Runde will ich auch mal irgendwann kommentieren. Bisschen. Du kannst dich hin mit David, komm ich hin. Komm jetzt zu dritt, Mann, das macht voll Spaß. Weil wir haben, der Robert hat hier die gleichen Decks und wir holen uns die Karten und reden darüber. Du kannst einmal mitmachen nachher. Kannst du einmal mitkommen. Dann können wir heute Nachmittag machen, weil ich muss eben ein bisschen früher weg. Also dann passt das gut. Kannst du dich aber dazu setzen. Interview machen wir auf jeden Fall auch irgendwann zusammen. Ich muss ja dann weg. Was ganz wichtig ist. Event von der Firma heute noch. Was ganz wichtig ist, wir müssen alle spätestens heute Mittag die Bestellung bei Doja Food Press abgeben. Und ich hätte jetzt gesagt, wir nehmen einfach die große Toasty Rollen. Jeder kann sich eine von den vier aussuchen, fertig. Oder ganz unkompliziert. Das heißt, wir stellen einfach eine Liste. Ich glaube, eine kostet dann 12 Euro. Und dann soll jeder eintragen. Ja. Kommentatoren sind an, Spieler sind aus. Gut, dann schießen zwei auf ihn und einen auf ihn. Ja. Auf ihn. Zweimal minus eins. Halt dich. Stark. Gefällt mir nicht. Glaube ich. Einmal minus eins. Geht durch. Zwei. Boom. Dann bin ich schon beim Attacken. Yo. Der Dicke. Vier plus. Der hat keinen Bock im Nahkampf. Zweimal. Minus eins. Vierer. Halt dich. Macht gar keinen Spaß. Doch, finde ich schon. Mir schon. Einmal minus zwei. Safe. Dann darf er zurückhauen. Ja. Boah, will ich die Spackos mit dem Nahkampf nehmen? Ja, obwohl, nee, brauche ich nicht. Okay, dann schlägt er wieder mit dem Cliff-Found zu. Auf die vier. Wow, der hat diesmal Bock. Auf die drei. Okay, nicht wirklich. Safe. Rennt 1, ne? Hat einen 3er. Dann geht mir die Axt wieder durch. 3. 3. 3 mal Rennt 2. Einer. 2 Schaden. Ende des Zugs heilt er sich wieder um ein um Gelände. Ja. Und ich kriege jetzt ein extra. Also 1, 2, mehr wie du. Ein extra sind 4. Ja. Ich habe das Ziel eingenommen, 5. Ja. Ich habe keine Einheit verloren, 6. Stark. Ja, Paddy hat alle beiden Ziele erfüllt. Paddy hat das BMR-Ziel eingenommen, hier drüben. Genau. Und hat einmal gekämpft und keine Einheit verloren. Richtig. Das bedeutet, das bringt ihm 2 Battle Tactics. Und er hat 1-2 Ziele. Der Paddy hat jetzt 5 gescored, oder? Frag mal. 6, ja. Der hat jetzt 6 gescored, weil er 3 Ziele hat und Roll-off. Weil er das Bonusziel hat. Genau, und Roloff gewinnt jetzt Paddy mit 5-3 sogar. Das ist keine Dings.
Und Paddy gibt den Turn ab. Genau, weil er hat, glaube ich, keine Karte mehr gehabt. Und hätte er jetzt den Doppelturn genommen, dann hätte er keine Karte nachziehen dürfen. Das lohnt sich schon, wenn man zwischen noch zwei Karten hat, dann kann man sich überlegen, um den Gegner vielleicht richtig auszuschalten, weil man trotzdem noch zwei Karten hat. Wenn man gar keinen hat, glaube ich, ein Doppelturn sehr schwierig, weil keine Karte ziehen bedeutet auch, keine Punkte machen mit Battle-Tactics. Aber durch die 6er-Runde, sehen wir auch ganz deutlich, schließt der Party auf. Also steht jetzt wieder 9-9. Und wenn man am Anfang dachte, oh, 5-3, guter Favor, Party auf, gold die 2 Punkte. Und dadurch ist wieder das Spiel quasi egalisiert. Okay, dann guck ich mal, was für eine Bindung kommt. Ja, und generell auch, er steht gut. Er gibt den Turn ab, er zieht dann komplett neu, je nachdem, was Flo jetzt hat. Wir gucken uns das gleich an, ich gehe jetzt gleich gucken. So, wir haben die Wendung Alariel sehen und jetzt darf ein Außenseiter was aussuchen. Wenn es keinen gibt, würfen die beiden. Den Wurf hat der Flo gewonnen und der Flo... Also du kannst jetzt 3 Units wählen? Ja, 1, 2, 3. Ne, der Pally hat gewonnen, der kann 3 Units wählen und kann die um W3 heilen. Da kann man W hier wieder, oder? Nee. Okay, dann halt jetzt quasi den großen einmal. Das war's. Das war's dann schon. Gab nur einen Heal. Ja, okay. Robert ist wieder ganz flink dabei bei den Karten sammeln. Wie kannst du da erstmal was machen? Muss auch gestehen, dass das gerade beim Moderieren auch cool ist. Also ist jetzt, wir machen das heute zum allerersten Mal, ein Live-Event streamen und so dieses Ganze drumherum und spielt, weil es so schnelllebig ist, ist auch für uns eine total geile Erfahrung, weil es die ganze Zeit auf Zack ist. So, man bei so einem normalen, ich sag mal normalen Tabletop-Spiel, was so 3 Stunden dauert, passieren ja auch viel Zeit für Bewegung und Abmessen und wie stellen die jetzt, und da ist immer viel Leerlauf. Hier bei dem Spiel ist es knackig und das ist natürlich, das bringt uns ganz schön auf Trab. Ihr seht schon hier, der Robby, der du machst heute schon die 20.000 Schritte zu voll, wenn du so weitermachst. Ich hoffe es. So. Da müssen wir mal tauschen, damit ich auch noch meine Schritte heute mache. Nein, ach, das passt schon, alles gut. Florian hat neu gezogen, ja, dann und zwar einmal das Drakonien-Ziel halten. Das ist das hier außen. Genau, und dann hat er einmal... wenn mindestens eine befreundete Einheit vollständig im feindlichen Territorium und nicht im Nahkampf. Das ist ganz wichtig. Wir müssen sagen, das Territorium ist bei denen ja in der Mitte geteilt. Ja, und das heißt, er muss super eine Einheit quasi in sein Territorium reinbringen. Genau, und das hat er da unten schon ganz gut irgendwie mitgenommen in die Runde. Ja, hat er hier unten schon mitgeplant, aber sein Held könnte dafür auch zählen. Also hat er quasi seine... Aber nicht im Nahkampf, ne? Ach, darf nicht im Nahkampf sein? Nein, nicht im Nahkampf. Deswegen, das ist schon ganz gut. Aber er hat da unten ja die Jungs stehen, das passt schon. Und nach wie vor hat er natürlich einen Zwei-Fronten-Krieg, entsprechend mindestens 2 Ziele kontrollieren, die zu Beginn des Zuges sein Gegner kontrollieren. Aber jetzt wird er, glaube ich, eine Einheit wiederholen. Ganz genau. Ja. Genau, die wird er da Verstärkung rufen, nutzen. Also, richtig gut. Sehr gut. Kommt in die Bewegungsphase. Jetzt gucken wir mal, was der Florian wiederholt und wir wechseln mal. Die machen ihre 12er Move. Und der einsame Kollege hier fällt mir auch was ein. Das ist ja eh Quatsch. Ich komme da nicht rein in den. Okay. Wir werden natürlich heute auch im Laufe des Tages, kann ich mal kurz auf mich gehen, verschiedene Interviews auch führen. Wir haben heute ganz viele Content-Creator, wir haben auch Händler hier, also Taschengeld gibt es beispielsweise hier.
Wir haben den Tabletop-Troll, wir haben Kings of the Hill, wir haben uns, wir haben Adeptus-Stammtisch, wir haben die Würfelbar, also wir werden auch den einen oder anderen hier auf jeden Fall mal in den Stream reinholen und den das quasi mit dem ein kleines Interview machen über die Erfahrungen von Spirit und euch darüber berichten. Was richtig cool ist, schade ist, dass ein paar leider abgesagt haben und verhindert waren. Also es waren auch Pantomancy auf jeden Fall dabei, die Einladung an Games Island ist leider auch verhindert. 1000 für den Imperator waren auch mit auf der Agenda eigentlich, aber gut, trotzdem ist der ganze Raum gefüllt mit Hobbyisten und wir freuen uns auf jeden Fall auch auf die einen anderen Interviews. Taschengeld, die kommen auf jeden Fall mal her, da können wir vielleicht auch ein bisschen über die Verkäufer auch mal vielleicht ein bisschen quatschen und vielleicht auch die Erfahrungen im Laden. Also das ist cool, wir bleiben heute fast die meiste Zeit online, vielleicht in der Mittagspause machen wir eine Break. Ansonsten werden wir auch immer zwischen den Spielen, wenn die umräumen, ein bisschen was erzählen und genauso auch Leute zum Interview einladen. Also da könnt ihr immer am Ball bleiben. Genau, wir können ja einmal die Kamera mal kurz drehen, dass ihr mal seht, die kleine gemütliche Runde. Jetzt kann der Robby mal direkt, willst du direkt machen? So sieht der Raum gerade aus. Wir haben uns extra ein bisschen weit weggesetzt. Und ihr könnt gerade sehen, im hinteren Raum, da stehen gerade die beiden Veranstalter hier. Die stehen da rum. Oh, das geht ja auf der anderen Seite. Der Lim und der Jonathan und alle anderen. Hier sieht man noch das Logo vom Taschengeldgeber beispielsweise. Kings of the Hill auf der rechten Seite. Und die Wassermelone natürlich. Und die Wassermelone. Die riesengroße russische Wassermelone. Ja, wo sie die ausgegraben haben. Ist ja auf jeden Fall ein Mutantenteil. Die ist, sieht nicht so gesund aus. Ja, doch, je nachdem, was da noch reingefüllt worden ist. Ne? Genau. Ja, da werden wir auf jeden Fall einen anderen auch mal hier herholen. Ich schalte jetzt erstmal euch wieder zurück auf das Spielfeld. 4. Dann nehmen wir die mit im Nahkampf. Ja. Also hast du mit im Nahkampf? Ja, ja. Nee, nee, wir sind im Nahkampf. Musst du umdisponieren. Wer ist dein General? General? Ja. Kann nichts machen. Ja, so Leute, ihr seht auf jeden Fall super interessant. Ihr wisst, was Flo für Karten hat. Deswegen beginnt jetzt der Nahkampf und Florian hat jetzt theoretisch die eine Battle-Taktik sogar vorbereitet. Er hat den einen Dude vollständig im Territorium von Paddy, befindet sich aber nicht im Nahkampf. Also ich sehe jetzt nichts in 3 Zoll. Deswegen ja, schauen wir mal, was jetzt im Nahkampf passiert. Fünfmal Render 1 auf deinen blöden Baummensch. Gehen 3 durch, ne? Ja. Das war's von denen. Wie viel Leben hat denn der Typ eigentlich? 14. 14! Ich dachte so, Alter. Der kommt nicht dran. Die 2. Ja. Hau auf die. Ja. Viermal minus nix. Einer. Ein Schaden. Ein Schaden. Mhm. Ja. Dann ist einer runter. Haben die 3 oder 2? Wunden 2. Okay. Okay, dann schlägt mein General zu. Ja. Fangen wir wieder mit dem blöden Hund an, oder dem Viech, auf die 4. Auf die 3. Einmal Red 1. Den scheiß Baummensch kriegst du auch nicht tot, ey. 3. Das ist schon mal gar nicht, ey. 3. Red 1 einmal. Hit. Dann darfst du. Dann schlägt der zu. 3. 4. Eine. Ja, minus 1. Saved. Dann, dann ist sie dran. Der Stab auf die 3.
Nix. Und dann nochmal das Schwert auf die 3. Auf die 3. Einmal Rand 1. Oh, sorry. Alles gut. Durch. Geht durch. Das ist D3. Für 3. Nein. Na bitte. Die kommen wieder, oder? Die kommen wieder, ja. Ja, dann bin ich immer. Ach so. Der schlägt auf die. Ach, ja, okay. 4. 2. Einmal minus 1. Geht durch. 2. Die kommen auch wieder? Nur die kommen wieder. Nee, beide. Und noch die Attacke. 4. 2. Einmal minus 2. Wie viel? 3 Schaden. 3. Ist der Trupp tot? Ich heile mich wieder. Einmal pro Zug Ende der beliebigen Dings, oder? Nee. Ach so, von deiner Ability, ja. Ja, dann ist es so, ja. Gelände. Das ist gut. Super stark. Ja. So, wie viele Punkte kriegst du dann? Mehr hast du auf jeden Fall. Ich habe wieder more. Ja. Ich habe das Ziel. Das gibt einen extra Punkt. Und 4 hast du, ja. Und dann noch, weil der hier nicht im Nahkampf und in deinem Territory ist. 5. Also 5. So, Florian hat jetzt entsprechend 2 Ziele, 2 Battle Tactics erfüllt. Einmal der Typ hier, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt mich sehen, nicht im Nahkampf, vollständig im Territorium des Gegners. Und einmal das Draconian-Ziel und hat wieder Hold 1, Hold 2, Hold More. Also 3 Ziele, Cello. 3 Ziele gehalten, Hold 1, 2 More. Das Draconian-Ziel kontrolliert er und mit dem einzelnen Dude ist er noch vollständig im Territorium des Gegners. Der hier, ne? Genau. Und nicht im Nahkampf, ganz, ganz wichtig. Richtig, das heißt, er hat. Paddy ist erstmal dran. Und danach ist er noch 4, das war's. Genau, gibt nur 4 Rhythmus-Spirit. Also 3 für die Battle Tactics? Ne, 2. 2 für die Battle Tactics und 3 2 genau. More. Richtig, jawohl. Ganz genau. Das heißt, er macht wieder eine 5er Runde und geht auf 14 Uhr. Ich mal ganz kurz, geh mal auf die Spieler. Nee. Doch, Heilung hat er doch irgendwo auf dem Dings. Wie viel steht es jetzt? 2. Habe ich vorhin falsch gemacht. Ich mache mal 2 hoch, oder 4. Weil das. Cello? Heilung. Doch, kurze geht. Ja, alles mach. Die Unit, wenn die wiederkommt, das kann ich in meinem oder in jeder. In jedem Turn machen. Das steht, glaube ich, das auch in deiner Lebensphase. Ich meine dieses, was auf der Wallscroll ist, dieses, das nur Symbol. In deiner Lebensphase. Das ist nur in meiner. In okay. Deinem Territory 6 Zoll um eine Kante, 6 Zoll von Gegnern weg. Nee, nur 3 Zoll von Gegnern weg. Okay. Ja. Lass mich mal zum Überlegen nochmal. Zaubern, ja, zaubern geht nicht viel. Ja, das kenne ich. Doch. Er versucht den heilen. Ich hab immer noch die Karten, die vorher hatte. Ich hab nicht so weit. Auf die. Fünf plus. Ja. W6 Heilung. W6. Ja. Kann sein, dass ich irgendwas falsch spiele, aber es steht ja hier. Nee, das ist so. Schon stark. 18 Zoll. Schon gut. Ja, schon gut, ja. Vor allem mit dem Typen. Ja. Gut. Dann sind wir schon im Move. Oh. So, super, super stark. Wir haben es jetzt gesehen. Paddy portet sich jetzt entsprechend hier hinten hin, beziehungsweise holt die Dudes jetzt wieder und kriegt natürlich jetzt, hat eine mega Chance, Hold 1, Hold 2, Hold More zu bekommen. Ist richtig, richtig gut. Battle-Tactic-mäßig hat er auf jeden Fall ganz safe dieses Podium des Ignaz. Also das ist das Ziel halten, wo er jetzt gerade mit dem Maßband drüber ist. Sehr, sehr easy. Und er hat natürlich immer noch im Handstreich nehmen, das heißt, er übernimmt jetzt mit der Karte perfekt
ein Ziel vom Florian. Das heißt, zwei Battle Tactics sind ihm hier schon absolut safe. Und ist natürlich eine geile Ausgangssituation. Und wir sehen jetzt hier, dass die Entscheidung von Paddy, tatsächlich den Zug abzugeben, entsprechend drei neue Karten zu ziehen, richtig, richtig mächtig war. Er hat den Nahkampf absolut dominiert, beziehungsweise sein Tree Lord, da ist ja überhaupt nichts passiert. Konnte jetzt die Jungs hier hinten wiederholen, also super, super gute Ausgangssituation für Paddy jetzt. Und das ist genau das, was wir vorhin die ganze Zeit meinten. Das ist Spearhead. Ne? Ihr merkt auf jeden Fall, dass durch die Karten, durch diese Underdog-Mechanik, die Entscheidung von Paddy, das Spiel jetzt erstmal vom Gefühl her definitiv auf Paddys Seite ist und eine völlig andere Wendung nimmt. Und genauso wird es jetzt auch weitergehen. Also super, super interessant. Tschüss, Jan. Mach's gut, Jan. Der Stormcast-Maler. Der Stormcast-Maler geht. Dann switchen wir kurz auf die... Nee, weil man kann immer nur einmal wiederholen. Aber der, also deshalb ist die Karte bei dem Regiment auch nicht so geil. Allerdings ja der einzige, der Vorteil ist, sage ich mal, dass du... weil sonst kann ich das nur in meinem Turn machen. Und die Karte kannst du halt auch im Gegnerischen ausspielen. Okay. Und sonst bringt mir die nichts mehr. Also, er schießt immer auf die. Ja, auf den Chef. Ja. 3 plus. Nix. Nice. Doch, Entschuldigung, der hat auf die 2. Einmal. Rent? 1. 1. Ja, gar keine Aufregung wert. Wie viel nehmen wir da noch? 6? 6 noch, ja. Schon die ganze Zeit. Dann schießen die alle auf ihn. Auf ihn. Wir sehen jetzt auf jeden Fall, Paddy versucht jetzt definitiv dieses Ziel Kopfabschlagen zu machen. Also er versucht wahrscheinlich jetzt mit aller Macht den feindlichen General von Florian umzulegen. Es ist natürlich die perfekte Chance jetzt. Der steht direkt bei ihm im Territorium drin. Die können Hunter mit den Bögen stehen um ihn rum. Der Tree Lord ist sowieso schon mit ihm im Nahkampf. Also ich denke, da könnte jetzt richtig was gehen. Jeweils 2, 8. Lo! Jetzt machst du mich aber schwach hier. Da geht er. Das war jetzt geil. So, und genau das ist das, was wir jetzt eben angesprochen haben. Kopf abschlagen. Das taktische Vorhaben ist ihm auf jeden Fall sicher. Ultra geile Ausgangssituation jetzt für Paddy. Oh, Elfer Charge. Und dann schafft er auch noch einen Elfer Charge. Aber gut, er hat nur eine 4 gebraucht oder so, aber ist völlig egal. Mega gute. Na, Karte so, das Ziel drauf. Dann haben wir natürlich, wir sehen hinten im Backfield, wenn du das mal kurz markierst, Cello, im Handstreich nehmen, oben. Den oder den? Das da. Ach so. Genau. Das hat Paddy, das hat vorher Flo kontrolliert. Paddy hat seine Jungs jetzt, seine Tree Revenants da wieder geholt. Beziehungsweise ist dahin und hat natürlich jetzt das nächste taktische Vorhaben, also im Handstreich nehmen, Ziel kontrollieren, was Flo vorher hatte, hat er damit auch abgeschlossen und er hat das Ignaz-Ziel, also Paddy könnte jetzt eine richtig fette Runde machen. Das heißt, er hat jetzt Hold One, Two More und 3 Tactics. Ja, ganz stark. Ist eine 6er Runde, oder? Ja, da haben wir es. 3-3, mega stark. Das war eine sehr starke Runde, damit führt der Paddy mit 15-14 und wir kommen zum Warlock. Dann nehme ich wieder 3 Teile. So, Florian zieht wieder 3 neue Karten. Jawohl. Damit kommen wir in die letzte Runde. Es steht 14-15, ne? Eieiei, letzte spannende Runde. Oh. Habe ich. Oh. Ne, es gibt keine Punkte, wenn man eine Unit zerstört. Nur wenn man quasi das über eine Battle-Taktik quasi die Aufgabe erfüllt, um eine zu zerstören. So für ein reines Destroyen nicht. Das könnte richtig knapp werden am Ende. So, wir haben dann die Karten, dann gehen wir da mal drauf ein. Genau, also wir haben einmal, es kommt uns bekannt vor, Podium des Ignaz. Das heißt, ist jetzt die Aufgabe vom Flo, ne? Richtig, er muss das Ziel halten, da stehen jetzt Paddys Körnethunter drauf. Super, super schwierige Situation. Dann haben wir auch genau das, was wir vorhin hatten, was Paddy eben mit Bravour bestanden hat, Kopf abschlagen. Das heißt, Florian muss den feindlichen General von Flo töten. Ist das die Branch Witch hier oben, glaube ich?
ja, aber also ja, hier die. Genau, die da oben. Ja. Auch super, super schwierig. Und dann hat er einmal die lange Kante am feindlichen Territory, also die hier unten. Genau. Gut, das ist natürlich machbar. Absolut. Da könnt ihr quasi hier runtergehen und die sich holen. Ja. Aber die anderen beiden Karten sind ja, super also schwierig. Los, ne? Also ich würde sagen, es kommt natürlich jetzt was wieder. Ne? Also ja, aber ich glaube, der Flo kann jetzt fast eigentlich nur Schadensbegrenzung machen, weil Hold More kriegt er nicht. Keinen Fall. Und keinen die Fall. Beiden Aufgaben, also Brentridge und die Kunde, das Ziel links holen, das wird er nicht schaffen. Nee. Denke ich auch. Also ich sag mal jetzt gut, Dreier, maximal mit viel Glück vielleicht eine Viererrunde, wobei ich das nicht sehe. Ja, also maximal könnte vielleicht eine Joten irgendwie mit was wiederholen, die aufs Ziel kommen. Nee, die kommen glaube ich auf seine Einheit wieder. Genau, und das ist unrealistisch. Ja, der Florian kann jetzt eine Einheit wiederholen, hofft das ein Bier. Aber gut, er kann halt den 9er Charge versuchen, ne? Beziehungsweise den 6er Charge. Wenn er wiederholt, 6er Charge, richtig. Oh, es gibt auch einen zusätzlichen Siegespunkt, wenn man das große Geländestück im feindlichen Territory hat. Das bedeutet, dass der Paddy das vom Flo einnehmen muss hier oben und der Flo müsste das hier unten einnehmen. Und das gibt jeweils noch einen extra Punkt, wenn man das große Geländestück des anderen hat. Das bedeutet auch hier die Karte eine Vorteilskarte für Paddy-Situation eher, ja, weil dadurch ein Tree Rod dran steht, ich glaube, das ist schwierig zu holen. Sehr, sehr schwierig. Er kann es halt wirklich jetzt nur mit dem Charge schaffen irgendwie. Ne? Aber ich sehe halt nicht, dass er den Tree Lord oder da oben beide Einheiten sogar wegkriegt. Das ist schwierig. Das hätte ich auch sagen können, weil ich bin ja live. Wir werden beide nachher auch kurz für die Kamera holen und mit denen nochmal kurz ein Interview führen mit beiden. Über ihre Armeen, ob was vielleicht das Gute oder der Vorteil, das Schlechte an der Armee war. Dann ist ja auch ein bisschen mehr Einblicke nochmal in die jeweiligen Spirit Boxen bekommen. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Ich frage die beiden nochmal dazu. Dann gucken wir uns jetzt mal das Move vom Florian an. So, der Florian möchte da oben hin. Wahrscheinlich, weil er eine Idee hat, also er müsste versuchen, die Brainswitch zu nehmen. Ah. Ich denke, er geht jetzt eher aufs Geländestück. Ne? Er versucht jetzt die Jungs. Genau, also er kann die Brainswitch holen und das Geländestück hier probieren. Oh, dann muss ich mal bei meinem Winkel arbeiten. Er wird die Tree Revenants jetzt versuchen zu killen und hat damit die Kontrolle über das Geländestück schon mal. Das ist mir zu knapp. Wie sieht das hier aus? Ja, perfekt. Weiß nicht, ob ich eine Orientierung habe, wo die Kante ist. So. Ja, er wird auf jeden Fall versuchen, jetzt die Tree Revenants irgendwie wegzubekommen. Er hat die lange Kante. Die lange Kante und das Ziel. Und das Ziel. Das ist schon mal gut. Okay. Also er konnte sich quasi hier unten sichern. Das Ziel und die lange Kante hier unten. Das ist schon mal gut. Ja. Sehr, sehr stark. Hier oben, wenn er natürlich jetzt den Charge schafft, also wenn er jetzt hier reingeht und kann quasi die umbringen und kann das Ziel, das Gelände mitbesetzen, dann bringt ihm natürlich das Hold More und bringt ihm sogar noch einen extra Siegespunkt. Für das Geländestück, klar, ja. Ja. Jetzt ist halt die Frage unten, ja, ist auch noch möglich, ne? Das braucht er ja nicht, das Geländestück unten, sondern er muss ja nur das. Naja, er braucht das schon. Ne? Ach, der braucht das hier. Stimmt, absolut. Das ist ja das Feindliche. Er braucht das schon, genau. Er muss ja nicht das Gelände oben holen, richtig, sondern er muss das hier holen. Ja. Oh ja, spannend, sehr gut. Das ist mit dem Ignaz-Ziel. Ist halt die Frage, was er wird definitiv, wenn er den Charge jetzt schafft, also er wird es ja auch schaffen, in die Körner reinzugehen, wenn er einen guten Charge hat, aber er wird natürlich tendenziell eher auf den Zusatzpunkt gehen mit dem Geländestück im feindlichen Territorium. Aber wir haben halt in den vergangenen Runden gesehen, dass ein Tree Lord schon ein toughes Modell ist. Ne? Also er geht nicht einfach so. Oh, jetzt wird es spannend. Das ist gerade der Charge. Wir gehen mal kurz in die Kamera rein. Genau, gehen mal auf die Spieler. Die haben 2 Toll. Dann ist er dran. Ja.
Alles klar. Dann ist der auf 3. Dann geht der hier. Weil der kommt ja eh nicht. Ne, warte mal, dann geht er hier hin. Scheißegal. Gut, dann würde ich so aktivieren. Die fangen an. Einer schlägt auf die Unit, einer schlägt auf den General. Warte mal kurz. Auf den General, 3 Attacken. Zweimal Rend 1. Warst du kurz nochmal? Ja. Ganz kurz, wie sind die Jungs da hinten hingekommen? Durch ihre neue Aufstellung. Ah nee, es muss in meinem Territory sein. Ne? Okay, nee, dann geht das gar nicht. Sorry. Gut. Paddy, lässt du mich die dann noch chargen? Ja, klar doch. Wir haben ja gerade noch ein bisschen Ziel blöd, aber da ist es viel gefunden. Weil du hättest nämlich hier das Zusatz-Territory aufbauen. Es ging nur um das Ziel eigentlich und um eine Battle-Taktik. Und das große Gelände, das habt ihr ja, glaube ich, irgendwie. Ne? Das wäre ja auch noch... Das und direkt korrigiert, also dass ihr auch merkt, das, wir sehen auch Fehler und können die dann dementsprechend direkt korrigieren, damit das Spiel auf jeden Fall sauber ist, weil es im eigenen Territory aufgebaut werden muss. In diesem Territory, ja. Ja. Okay. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Ja. Dann würde ich die noch chargen lassen? Schaffen sie nicht, okay. Ja, dann wie gesagt zweimal auf die. Mit Rand 1. Einer durch, das stirbt er, aber ja. Auf die 3 plus steht er wieder auf mit einem Leben. Na immerhin etwas. Dann der andere, der Dude schlägt auf die. Aber ich habe die Karte falsch gelesen, also ist nicht so wild. Okay, einmal Rand 1. Ist durch. Ein Schaden. Dann dürfen die Jungs. Ich haue auf deinen General. Auf meinen Chef? Ja, ist eigentlich egal. Oder? Ist egal, ja. Zweimal? Einmal. Safe? Ja. Dann schlägt er noch zu. Ja. Und dann war das eine bescheidene Runde von mir. 3 plus. 3 plus. Rand 1. Durch. 3 Schaden. Ja. Und 3. Einmal Rand 1. Für durch. Eine. Reicht genau, ne? Ja. Ja. Dann war es das aber. Konnte das Ziel nicht erreichen. Da stehst du komplett dicht drauf. Ich habe General habe ich getötet. Das ja. Habe ich. Ja. Also 1 ja. Und das geht nicht. Ja. Also wir haben ein so. Ziel von Florian. So, Florian hat entsprechend eine Taktik erreicht. Er hat die General, also seine Branchwitch vom Paddy, hat er umgebracht. Und hat zwei, zwei Ziele, genau, damit eine Dreierrunde. Ja, dann ist er bei 17. Genau. Kommen wir in die letzten Töne des Spiels vom Paddy. Haben wir die Paddy-Karten auch? Ja. So, da haben wir einmal, oh, sehr stark Paddy, einmal das Ziel. Dann haben wir... Ich gleiche das aber noch mal ganz kurz ab. Ja, mach ganz mal kurz. Einen Moment. Ganz kurz deine Karten nochmal. Letztendlich Paddy. Allein schon durch Hold One Two More kriegt er schon 3 Punkte und kann sich damit quasi schon den Sieg einfahren. Und je nachdem, wie viele Aufgaben er noch schafft. Hast du die richtigen 3? Warte. So, was haben wir? Podium, das.
Abnutzungskrieg, Raubzug und Podium des Trakodion. Achso, okay, das sind andere. Also einmal das in der Mitte. Dann haben wir einmal das, dass eine Einheit vollständig im Territory haben muss. Das heißt, er muss einmal mit einer Einheit über die Mitte durchlaufen. Und das letzte ist noch eine feindliche Einheit zerstören und mehr freundliche Einheiten als feindliche, mehr feindliche als freundliche verlieren. Das bedeutet eigentlich, es sind nur vier, das ist unsere Vorlage von den fünften, die kann ich auch ausblenden, wenn das für euch einfacher ist. Also wir spielen nur vier Rot natürlich, deswegen habe ich da Minus reingemacht, aber ich kann die ja mal ganz ausblenden, falls das zur Verwirrung führt. Genau. Also nur vier Runden. Die Ziele haben wir und jetzt kommt eigentlich das, was auch jemand angesprochen hat, eben wir haben quasi einen jetzigen 2 Rückstand vom Paddy, aber hold one, two more ist kein Problem. Das Ziel in der Mitte ist kein Problem. Vollständig im Territory ist auch, also haben wir jetzt schon. Aber nur durch meinen Control-Wert hier. Ja. Ja. Stark. Tragen wir es mal gerne ein. Also er hat das, was wir gesagt haben, durch Battle Tactics 2 und 3 durch Objectives. Das heißt, wir haben am Ende ein 20 zu 17. So, und da sehen wir es. Das war schon, also für Spearhead aus unserer Sicht jetzt, ein relativ deutliches Spiel tatsächlich mal. Also oft ist es so, dass es so mit 1-2 Punkten Unterschied ausgeht. Ich sag mal, 3 Punkte Unterschied ist jetzt schon ein hoher Sieg für Paddy. Das muss man. Wer hat gewonnen? Weißt du schon? 20 zu 17. Das ist Lim von Kings of the Hill, der offizielle Veranstalter des Events. Und wir können ja eine kurze Frage stellen. Du hast ja ein bisschen mehr Wissen als wir. Wenn es ein Spearhead-Turnierformat wäre, gibt es da eine Idee schon, wie jetzt das Endergebnis in eine Punktwertung übergeht? Ja. Möchtest du dir erklären? Genau so, wie es steht. Also wenn es jetzt ein 17-16 ist, kriegst du 17 Punkte, der andere 16 Punkte. Okay. Dann kriegt der andere noch den Win und dann counten wir erstmal Win, dann Points. Also zählen quasi wirklich nicht die Differenz, wie hoch du gewonnen hast, sondern es zählt, wie gut du Punkte gesammelt hast als Sekundärwertung. Damit jeder für sich sammeln kann, denn auch Armin, das hatte ich leider auch schon, oder das heißt leider, Armeen, die getabled wurden, trotzdem noch jede Menge Punkte machen. Eben, ja. So, Daughters of Kings, bei der Runde keine Modelle mehr und dann trotzdem noch 16 Punkte machen. Okay. Ja. Und ich glaube, es gibt einfach zu wenig Erfahrung, vor allem wenn wir hier mit Mini Paradise das erste Event hier machen. Wir, ab der nächsten Runde fangen wir auch an, Sachen zu sammeln, also Infos zu sammeln. Ich habe so eine Excel aufgemacht, mit wer gewinnt wie viel und wie viele Punkte werden im Schnitt gemacht und sowas. Das erste ist jetzt erstmal zum Kennenlernen und danach können wir dann auch anfangen zu sagen, hier guck mal, für Spearhead, vielleicht machen wir eine Punkte-Matrix, vielleicht machen wir nur Differential. Ja. Wir machen das mal so. Was mich jetzt noch interessiert, wir haben jetzt super viele Leute hier, die das tatsächlich noch nie gespielt haben. Ja, wir haben jetzt immer mal ein paar Leute, die ein bisschen AOS-versiert waren. Ja. Wie ist denn dein Eindruck jetzt hier mit den Leuten? Wie haben sie, weil es ist auch gerade das, was Lim vorhin in der Ansprache angesprochen hat, neue Leute in das Hobby bringen. Wie hat das funktioniert? Perfekt. Ja? Ja, ich habe es mir viel, viel, viel schlimmer vorgestellt. Aber Gott sei Dank habe ich den Johnny an meiner Seite, den Saruti. Und wir beide gehen wirklich aktiv an jeden Tisch und sagen, hey, können wir euch an die Hand nehmen? Können wir euch ein bisschen helfen? Wo seid ihr gerade? Was braucht ihr gerade? Wir erklären denen, wir schauen, hey, schau mal, 3 Zoll Engagement Range. Ach ja, krass, okay. Oder solche Geschichten, I go, you go im Nahkampf. Und so diese großen Unterschiede zu 40k, weil jeder, der hier ist, hat eine Tabletop-Erfahrung in irgendeiner Hinsicht, in irgendeiner Form. Und ich hätte nicht geglaubt, dass sie so schnell einsteigen und drinne sind und ihre Karten analysieren und so, aber wenn, ja, und das macht total Spaß. Und das ist mega cool. Das ist ja, wie gesagt, das unterstreicht das Ganze nochmal und Lim hatte das vorhin wunderbar in der Ansprache gesagt. Er hat in seiner jahrzehntelangen Tabletop-Karriere tatsächlich noch nicht einen Spieler wirklich neu ins Hobby gebracht.
Ja. Und wir haben hier ein Paradebeispiel dafür, wie leicht ihr da draußen, vielleicht auch mal mit eurer Familie, mit Freunden, die damit noch nie etwas zu tun hatten, schnell in das Spiel einsteigen zu können. Weil das tatsächliche Nettoinvest, um da jetzt anzufangen, das ist auch extremst überschaubar für ein Hobby, was eigentlich, also es ist nichts, ne? Eine Box, ein bisschen Farben vielleicht, wenn man das Hobby in Gänze dann ausleben möchte, ein paar Pinsel und ja, dann geht's los, ne? Also ich glaube, das Allerbeste, was man machen kann momentan, ist das Game Tide Box kaufen. Da hast du alles drin, ein bisschen mehr Geld, das stimmt, aber du hast auch ein bisschen mehr, wo du sagen kannst, danach entwickeln wir uns weiter, wir bauen unsere Armee ein bisschen weiter aus. Kommt von alleine. Oder du kaufst dir einfach nur die Spearhead-Box, die es jetzt auch separat zu kaufen gibt, einzeln, da hast du das Board, die Ruinen und die Karten. Ja. Und dann gehst du nach der Optik. Das finde ich ja so toll, dass Games Workshop wirklich mal angefangen hat zu sagen, was ist uns wichtig? Balancing. Wir bringen ganz viele Mechanics rein, die Boxen unterschiedlich stark zu machen. Manche Units kommen wieder, manche Units dürfen erst später kommen. Somit stellen wir einfach sicher zu sagen, keine Box ist overpowered. Also ich kann jetzt noch nicht sagen, die Box, die solltest du weglassen, die ist zu stark. Und du hast schon Erfahrungen jetzt. Ich habe alle. Und du hast schon viel gespielt. Ich habe 42 also. Spiele drin, ich mach Strich. Wir mit uns in 5 hängen da ganz schön hinterher. Ja, absolut. Aber es macht einfach so süchtig. Ja, aber ja. Das ist doch super. Das haben wir mit ein paar Spielen, haben das ja schon wirklich den Eindruck bekommen, wie knapp das immer ist und wie die Underdog-Mechanik, dieses bisschen, dieser kleine Random-Faktor mit den Karten, wie der immer wieder dazu führt, dass das Spiel einfach super krass ist. Irgendwann fängst du an, so Taktiken zu machen wie, oh, hoffentlich habe ich diese Karte auf der Hand, dann behalte ich die 3 Runden auf der Hand. Ja. Zum Beispiel eine Kavallerie wiederholen mit 5 Modellen. Wenn du sowas wie Soulblade spielst, da können deine Reiter nicht wiederkommen. Oder deine Bogenschützen von den Daughters. Also, ja, wenn die tot sind, dann habe ich eine kleine, die Deep Strike einfach mit dir hinten rein. So, plopp, das wird mein Marker in Runde 3. Das weiß ich jetzt schon in Runde 1. Das ist so geil. Oder hat der Gegner auch Countercharge auf der Hand oder nicht? Nee, liegt im Ablagestand. Ja. Geil, kann ich getrost reinchargen. Da gibt es so viele Sachen zu entdecken. Aber zu sagen, wir fangen erstmal an, wir machen jetzt über nichts Gedanken, ist ja total geil. Die einfach so, wir fangen an, ein paar Würfel zu würfeln und dann sehen wir alles, was so kommt. Falsch machen, lass doch erstmal falsch machen. Und das in den großen Spielen, da wirst du einfach immer überschüttet. Wenn du da keinen Profi an der Hand hast, der dir sagt, hey, so baust du eine Armee, so machst du das, dauert ewig. Du hast halt super viele Erfolgserlebnisse hier. Ne? Ja. Bei so einem großen Spiel ist halt die Lernkurve ist riesig und ein bisschen Frustration. Hier hast du ja sofort Erfolgserlebnisse. Guck mal, wir haben 10.30 Uhr, ne? Ja. Wir haben um 9.20 Uhr quasi angefangen. 2 Spiele sind schon durch. Das ist halt krass. Stunde 10, obwohl es noch nie gespielt hat. Aber ein ganz wichtiger Faktor ist, du kannst über Spirit schnell starten. Du kannst anfangen und es ist leicht zu lernen, weil du musst dir nicht viel Gedanken machen. Trotzdem, wie dir das Spiel auch für Veteranen, Profis, Experten, Turnierspieler. Am Ende, so mehr man drin ist, viel mehr taktische Tiefen, als man am Anfang vielleicht denkt. Ja. Man kann sich über viel mehr Sachen Gedanken machen und trotzdem ist der Einstieg toll. Und das zeichnet immer ein gutes Spiel aus, wenn man es leicht lernen kann, gut starten kann, aber trotzdem langfristig gesehen dir sehr viele Möglichkeiten gibt, noch in das Spiel weiter einzutauchen und dir mehr Gedanken drüber zu machen. Zum Beispiel wie Schach oder sowas hier auch. Ne? Schach gibt es. Ja. Die Regeln zu lernen sind einfach, aber aber dann wie viel Tiefe, Komplexität es am Ende daraus gibt, glaube ich, braucht man keinem Schachspieler erzählen. Und auch hier, sobald du anfängst zu sagen, okay, wenn ich Gerise spiele, dann darf ich nie auf der Waldseite spielen. Okay. Warum nicht? Weil die Marker so positioniert sind, dass die Riesen fast alle 3 Marker permanent halten können. Aber auf der Lavaseite sind die Marker ganz weit auseinander und da muss der Riese laufen. Und dann ziehst du sie auseinander und dann bringst du sie zur Fall mit dem Herdeneffekt. Wer mehr Spiele gespielt hat. Aber da kommt die taktische Tiefe und vor allem auch dieser Hirnschmalz. Oder gegen Range. Gegen Range willst du auf gar keinen Fall Diagonale spielen. Ja. Da kriegen die viel zu viel Platz. Gegen Daughters bist du auf keinen Fall horizontal spielen, weil die sind alle da. Es ist super interessant. Ihr merkt halt, das ist eigentlich so ein Gespräch, was wir tendenziell so am Ende des Events wirklich führen müssten. Und das werden wir auch nochmal, weil ihr merkt halt, die Euphorie ist wirklich groß. Ja. Deswegen entwickelt sich so ein Gespräch auch so. Ja. Aber wir werden auf jeden Fall das nochmal so am Ende des Events nochmal nachholen. Wir werden da einen riesengroßen Schlussstrich ziehen drunter und einfach diese tollen Eindrücke dann mit ein bisschen mehr Erfahrung auch auf unserer Seite jetzt, weil wir tatsächlich ja noch nicht so viele Spiele haben, nochmal führen. Also auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank. Wir werden gerne 2 Spieler jetzt nochmal hier ranholen und werden auch nochmal ein Fazit aus deren Sicht ziehen. Gerade bei Paddy auch super interessant. Der hat 2 Spiele oder 3 Spiele jetzt Spearhead. Mega, Profi, mega cool. Profi. Ja, das sowieso. Ja. In 4-0 wird er das auch wieder. Aber dann holen wir Flo und Paddy jetzt nochmal ran, werden mit denen nochmal ein kleines Interview führen. Wir lassen das einzeln machen, weil dann passen die auch genau perfekt hier hin. Super, machen wir so. Alles Florian, klar. Wir würden dich hier hin. Was? Ja, kannst du mal zu uns setzen? Ja, klar.
komm, wir machen mal, lass uns mal drei Stühle nehmen. Das ist, Lin ist ein heißer, heißer Typ. Das habe ich gerade gemerkt. Mir ist echt warm. Wir passen ja auch perfekt hier hin. So, so. Spieler, willkommen, Florian. Spieler auch noch mit an. Spieler mache ich direkt mit an, genau. Ist perfekt. Paddy denn aus? Hat nicht, dass der jetzt mit dem Mikro da rumläuft? Nee, Paddy ist noch mit dem Mikro unterwegs. Mach uns mal ganz kurz aus. Paddy! Paddy! Wir müssen einzelne Interviews führen mit euch jetzt, aber dein Mikro müsste mal irgendwie aus. Ja, leg's mal kurz zur Seite. Nee, lass an, komm mal her. Perfekt. Gut. Okay, jetzt kannst du wieder laufen. Gut, dann können wir starten. Ihr Lieben, so, wir haben den lieben Florian hier. Florian hat in der ersten Runde mit den Stormcast gespielt. Den neuen Stormcast. Den neuen Stormcast. Noch nie gespielt. Und was uns jetzt wichtig wäre, und ihr Zuschauer könnt es natürlich auch noch, wenn ihr Fragen habt, jetzt zu der Armee, also zu den Stormcast, das würden wir jetzt mal kurz eingehen. Also uns wäre es wichtig, einfach kurz deine Einschätzung, wie fandest du es mit der Armee zu spielen grundsätzlich? Was sind vielleicht die Vor- und die Nachteile der einzelnen Spiritboxen, die du jetzt gespielt hast? Das ist so jetzt vielleicht, was wir, glaube ich, mal in jedem Interview ein bisschen aufarbeiten. Was fandest du gerade bei dir cool? Was lief nicht so gut? Was ist irgendwie vielleicht... Lach doch mal ein bisschen. Genau. Ich lache doch die ganze Zeit. Das ist mein Gesicht, was soll ich machen? Das wäre, glaube ich, nochmal ganz interessant. Also beginnen wir mal so wie nicht zum Spiel, sondern erstmal nur zur Armee selber, zur Spearbox. Finde ich richtig cool, die neuen Stormcast, weil ich fand es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil du halt, ich bin da nicht so der Freund von diesen Once-per-Battle-Abilities. Davon hat die ein paar. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich mag es schon lieber, so Sachen zu haben, wo du immer einen Effekt hast. Ne? Warte mal ganz kurz. Dazwischen halten. Ja, danke für den Hinweis. Wir machen das Interview wieder genauso wie vorhin. Okay, cool. Also, wie gesagt, die Liste oder die Armee ist ziemlich geil. Es sind halt vor allem die neuen Modelle. Hatte ich mega Bock drauf, die zu spielen. Sind jetzt auch in meiner Pipeline vom Bemalen relativ weit oben. Und nee, macht Spaß. Der General ist halt total cool. Ne? Vor allem, wenn du den mit dem 5er Ward ausstattest, ist es auch eine Maschine. Hat leider für den Baummensch nicht gereicht. Das war ein witziger Nahkampf. Langer, zäher Nahkampf. Aber trotzdem geil. Wie gesagt, diese Once-per-Game-Abilities finde ich immer ein bisschen schwierig. Wann ist der richtige Einsatz? Gerade bei Spearhead finde ich es noch schwieriger als im normalen Spiel. Aber an sich, ich habe wieder, das sind so zwei Units drin, die Wiederholmechanik haben. Habe ich wieder zu defensiv gespielt. Ich glaube, die muss man ziemlich offensiv spielen, dass du sie vorne reinknallst, weil die kommen eh wieder. Und an der Liste finde ich so ein bisschen schade. Die, finde ich, beste Karte im Spiel ist ja eigentlich die, wo die Battle-Taktik relativ schwierig ist, aber du im Prinzip eine Infanterie- oder Kavallerie-Einheit wiederholen kannst. Ne? Ja. Und die kannst du bei der Liste halt schlecht einsetzen, weil deine einzigen beiden Units, die in Frage kommen, sowieso wiedergeholt werden und du kannst sie nur einmal wiederholen. Aber an sich macht die Spaß, die ist sehr flexibel, du hast halt schnelle Modelle dabei, du hast so ein paar standhafte Modelle, also der Priester ist ganz cool und dein Chef und die fliegende Unit sind halt sauschnell und also die ist sehr flexibel. Ich denke sogar, dass die auf dem anderen Battleplan vielleicht sogar noch mal ein bisschen besser performen. Die Ziele liegen da weiter auseinander. Wir haben es vorhin mit Lim gehört und da macht sich vielleicht auch diese Mobilität noch mal so ein bisschen besser kommt dann besser zum Tragen. Ne? Ja, wobei ganz ehrlich, das Mobilitätsspiel willst du gegen Silvernip nicht spielen. Ja gut, aber das ist ja auch das ist nicht repräsentativ. Nein, also aber die Stormcast-Liste macht schon Spaß, ja. Ja. Sau geil. Vielen, vielen Dank, Flo. Noch irgendwie ein paar letzte Worte, die du unbedingt zu Stormcast nochmal loswerden willst. Ansonsten hören wir dann weiter abgeben an Paddy. Ja, also wir haben noch eine Frage. Ja. Und zwar von Bios117. Er fragt, was die beste Einheit gerade im Spiel war. Gegner und meine, der auf jeden Fall der Tree Lord. Der Tree Lord. Der ist, also das ist so eine richtige Maschine. Der haut gut Damage raus, der ist super tough, der hat 14 Wunden. Dreier Safe? Dreier Safe, 14 Wunden, du kannst den scheiß Typen heilen.
Das ist auch übel. Das war im Geländestück gerade, ne? Jedes Mal am Geländestück, Ende-End auf Turn, heilen die Silvernymphs sich komplett um 1. Dann kann das Ding ja auch porten. Und du hast dann noch einen Heal-Zauber. Ne? Also es ist halt, wenn du das willst, kannst du den zwar nur auf die 5+, aber um D6. Wahnsinn. Also das ist ultra tough. Und wie gesagt, das ist halt echt ein Brett, der Typ. Hat Nahkampf, hat Fernkampf. Also ich fand den mit Abstand schon die coolste Einheit im Spiel. Aber auch die Kunot Hunters sind geil, weil machen halt den Range Damage, schauen dann im Nahkampf auch nicht so schlecht zu. Und von Stormcast definitiv würde ich sagen, der Chef, der ist schon auch eine Maschine. Wie gesagt, du kannst ihn ja auch mit einem 5er Ward ausrüsten. 8 Leben, 3er Save, 5er Ward, haut auch ganz gut zu, ist schnell. Ja, also ich würde sagen, die beiden. Cool. Stark. Sehr gut, vielen Dank. Flo, dann, das war das erste Spiel und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, durftest du ja auch sagen, okay Paddy, ich will mit deiner Liste weiterspielen. Genau. Und du hast jetzt die Silber übernommen und der Paddy zieht eine neue. Ich habe die, zieht eine neue oder kriegt er die Stormcast? Er kann auch eine neue ziehen. Ah, okay. Also von denen, die dann übrig sind quasi. Genau. Nee, also, ja, ich habe die Silber jetzt übernommen, aber tatsächlich gar nicht mal unbedingt, weil ich sie unbedingt viel besser finde, sondern weil ich jetzt auch den Tag so ein bisschen nutzen will, um wirklich verschiedenste Listen mal zu spielen. Silvernef hatte ich noch nicht gespielt, aber kriege ich dann ja. Kriegst du als Geburtstagsgeschenk noch. Genau, ist ja auch schon unterwegs. Ja. Und wobei, ich hatte noch tatsächlich kurz überlegt, weil gerade durch diese Once-per-Game-Abilities habe ich mir gedacht, boah, es wäre eigentlich schon cooler, die Liste jetzt nochmal zu spielen, einfach um die Sachen nochmal effektiver einzusetzen. Aber ich habe jetzt einfach entschieden, komm, die kenne ich noch gar nicht, lerne die jetzt kennen und richtig möglichst so viele Sachen kennenlernen. Ja. Super. Vielen Dank, Flo. Vielen Dank, Flo. Viel Erfolg beim nächsten Spiel mit einer bald zukünftigen neuen Armee. Ja. Ich gebe mir Mühe. Sehr gut, dann holen wir jetzt aber den anderen Spieler ran. Das kannst du einfach ablehnen, genau. Perfekt. Das müssen wir immer so machen wegen den Doppeltonbeschallung. Ja, ich hab's gehört. Ja. Paddy, setz dich. Mit dem Magnet hier, ne? Nee, brauchst du nicht. Es ist eh aus. Das kannst du ja vorne hinlegen dann. Paddy, wir machen hier mit. Du hast zwei Abilities. Du hast einmal heilen gemacht, einmal das wieder aufstellen. Also die ist ja nicht wiedergekommen, aber du hättest nur eine. Das wird dich nochmal beraten. Ja, ja. Die überlegen jetzt nochmal kurz selber, was war die beste Einheit im Spiel. Also wer natürlich jetzt kommt, das war, ich glaube, sein allererstes Spearhead-Spiel selber, ist aber natürlich eine Ikone im AOS-Bereich. Ja. Also die Haare werden jetzt konstant weniger. Ihr seht es von links nach rechts, er kommt gleich zu viel Haaren, zu irgendwie ein paar Fetzen, zu gar keinem. Head and Shoulders. Head and Shoulders. Nee. Keine Ahnung. Alpizin. Ja gut, hat bei uns nicht so geklappt. So. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Herzlich willkommen, Paddy. So, jetzt nimmt der Haarwuchs von links nach rechts wirklich ab. Du musst hier reinsprechen. Hallo. So, das kannst du mal nehmen. Also, jetzt haben wir wirklich eine waschechte AOS-Ikone vor dem Bildschirm sitzen, nach seinem allerersten Spearhead-Spiel. Und wie es beim Paddy so gewohnt ist, hat er auch gleich die erste Runde rasiert. Rasiert? Nein. Ich muss das mal lesen. Siehst du, der Flo hat mir gerade was erzählt, dass ich nur eine Sache aussuchen würde. Ja, hat nichts mit Angst vor dem Spiel zu tun, aber ich brauche beim Lesen immer ein bisschen länger als die jungen Leute. Kein Problem. Was die Zuschauer auf jeden Fall alle interessiert, können wir schon mal sagen, ist, dann werden wir ein bisschen Feedback geben. Wie fandest du Silvernet generell, die Spielweise im Spearhead? Also, mein erstes Gefühl, ich habe noch kein Spiel gemacht, keine Armee kenne ich, aber ich glaube, die sind sehr, sehr gut. Die sind sehr, sehr gut? Allein durch das Porten. Wie funktioniert das genau? Du kannst immer eine Einheit... Am Gelände vom 3-Zoll kannst du... Umstellen. Ja, sogar habe ich jetzt gerade immer gerade erzählt, sogar am gegnerischen Turn, da kannst du auch mal noch... Wow. Im gegnerischen Turn? Ja, da haben wir gerade erzählt, ich habe es noch nicht so gespielt, aber im gegnerischen Turn könntest du... Das heißt, du kannst den Treelord sagen, ich stelle ihn dann dahin. Wenn du 3-Zoll bist... Wow, das ist stark. Um eigenes Gelände oder im gegnerischen Territorium auch? Eigenes, glaube ich. Eigenes, okay. Ja, aber... Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also ich finde es, der Treelord ist viel zu stark. Treelord ist zu stark? Wenn du am Gelände bist, heilst du, 3er Save. Der hat ja die 4-5 Runden getankt. Ja. Ich fand den sehr, sehr gut. Das ist der Treelord, die 3 Kunotanter mit Bögen, ja, die kleine Heldin und die Trees, ne? Ja. Mobile Armee. Ein und dann stellst du die Bogenschützen dahinter. Ist gut. Aber nach der ersten Runde habe ich schon gedacht, ich bin immer pessimistisch, weiß ja jeder. Ob du das wieder aufholst, weißt du nicht, ob ja, aber 5-3. Ja, ich kenne das Spiel. Ja, ist nicht schlimm, aber wir können ja mal kurz für dich mal die Punkte einblenden, dann siehst du es ja auch mal als Übersicht.
Du hast ja quasi erst nur einen Punkt in die Battletech und zwei Objective. Das heißt, Fire floh mit 5-3 vorne. Und dann hast du ja genau aber eine 6er, eine 6er, eine 5er Runde gemacht. Runde, dass bei mir, das Objective bei mir ein Ziel, zusätzlichen Siegpunkt, weil ich der andere doch war. Ja, genau, das hier unten. Dann hole ich da halt das schon wieder auf. Oder? Ja. Ja, und das war halt auch super mächtig. Wir haben uns ja anfangs auch dauernd drüber unterhalten. Dann mit der Underdog-Mechanik, mit den Karten ziehen, es hat bei dir halt voll reingeknallt. Dann die super Entscheidung dann auch von Turn 2 auf 3 war es, glaube ich, dass du den Turn abgegeben hast. Ja, aber es war super stark. Ne? Ja, musst du ja. Super ja, gut. Das Gute ist, du musst entweder die Battle-Tackles machen oder du machst halt diesen Befehl, was dich mal vielleicht schützen kann. Ist schon eine gute Ausrede. Also wenn du Anfänger bist, spiel das. Ja. Weil wenn du schon ein bisschen mehr drin bist, vermisst du halt manche Sachen, was normal in Aris ist. Aber wenn du als Anfänger und noch nie gespielt hast und mit Freunden, ist das doch genau das Richtige. Aber selbst als AOS-Veteran ist das doch eine geile Sache, wenn du sonntags mal irgendwie eine Stunde, komm, lass uns mal eine Runde zocken. Ich glaube, für mich ist das geil jetzt, weil ich alles nicht kenne. Aber wenn du, glaube ich, 20, 30 Mal, die Karten werden, glaube ich, auch mal langweilig. Das ist ja das gute Prinzip, dass ja quasi oder eine Rotation, genau wie es Challenge Handbook sein soll. Ne? Jedes Jahr kommt dann, ich glaube, ein neues Spielfeld raus mit neuen Karten. Und ich glaube auch, dass neue Battletoms neue Spearhead-Varianten ins Spiel reinbringen sollen. Ich hoffe, ne? Also, weil wenn du das richtig professionell spielen willst, kennst du auch mal die Karten auswendig. Kennst du die Underdog-Mechaniken vielleicht auswendig, was kommen kann, kannst du ja danach spielen. Aber vielleicht hat das ja auch seinen Reiz, wenn alles alle kennen. Das ist ja wie bei normalen richtig High-Competitive-Game. Kennst du ja deine Karten, du kennst die Gegenkarten, du weißt, was der gespielt hat. Das hat ja auch irgendwann trotzdem seinen taktischen Reiz, weil du alle Informationen hast und weißt, wie du das Spiel angehen kannst. Ja, klar. Das kann man ja auch so also argumentieren. Auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Cool. Das ist halt ein super, super, super Einstiegsspiel auch selbst, wenn du, wie du das gerade schon so schön gesagt hast, selbst wenn man irgendwie ein bisschen kompetitiver spielen will, die Informationen hat man dann aber schneller zusammen. Also man hat schneller, ein bisschen schneller ein kompetitiveres Level erreicht. Aber es ist unterm Strich, es bleibt, man kann, muss dabei bleiben, es ist ein mega, mega Einstieg in dieses Hobby. Auf jeden Fall. Das ist einfach super gut. Und wenn du sagst, du willst eine geile Box holen, nur optisch, dann holst du dir was optisch und es kann immer mithalten, glaube ich. Die Tree Remnants, die haben ja, glaube ich, immer eine Fähigkeit, kannst du immer sagen, plus 1 to hit oder 1 to save. Hast du das überhaupt gemacht? Aber gibt es die überhaupt ein Spirit? Weiß ich gerade gar nicht. Also das hat jetzt der Bias ein paar Mal gefragt. Wir haben 10 Minuten kurz gelesen. Ja, das sind, gut, jetzt die War Scrolls sind ja auch ein bisschen abgespeckt. Ne? Das ist abgespeckt. Das ist die Frage. Das sind da wirklich nur die nackten Grundregeln mit abgespeckten Abilities. Ich glaube, die haben das in dem Spiel nicht. Die haben, glaube ich, nämlich nur die Portfähigkeit. Ich glaube, es gibt immer nur eine Fähigkeit. Die haben nicht die Portfähigkeit. Haben sie auch nicht? Oh, okay. Spannend. Port ist Gelände. Ach, steht drauf. Danke. Steht drauf. Ja. Bios schreibt das gerade gut, aber geht auch so. Panik braucht das nicht. Geht auch so. Aber Flo hat mir gleich die Armee geklaut. Ja gut, er will ja auch viel aber kennenlernen jetzt. Du kannst aber ja, glaube ich, eine neue picken jetzt. Von denen die Zonkers. Aber du könntest auch eine neue nehmen. Zonkers. Okay. Ich glaube, wenn ich wollte mir eh nichts geben, halt, glaube ich, kaufen. Und das ist ja da drinnen. Super. Ja. Und dann kann ich es gleich mal spielen. Klasse. Und hauptsächlich gefallen mir auch. Ja, sehr gut. Spaß. Sehr gut, sehr, auf jeden Fall. Gut. Uns hat mega Spaß gemacht. Richtig cool. Also wir sind sehr gespannt aufs nächste Game jetzt, was jetzt kommt. Und wir würden tatsächlich, für Fragen sind wir natürlich immer noch offen. Paddy, dir auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank. Euch auch nochmal, danke. Wir würden den Sound jetzt mal ganz kurz ausmachen, würden entsprechend mal kurz organisieren, dass wir die nächsten Leute hier auf den Stream bekommen. Wir können jetzt los. Wir können ja auch ganz kurz das Bild mal drehen, nochmal in den Raum. Ja.